Ja, also ich habe den jetzt sozusagen echt gar kaum verstanden, ey. Also der hat ja wirklich genuschelt, das Vieche. Das hat zu viel genuschelt, ey. Der hat zu viel genuschelt. Empty victory over a useless tool. You have only delayed your inevitable destruction. Your walls have grown no stronger. Our assault continues unabated. The stone will still be mine. Ja, Asmodan ist immer noch überzeugt, dass der Stein ihm gehören wird. Ich bin gleich wieder da. Ich hole mir nur schnell was zum Trinken. Bis gleich. So, ich bin wieder da und ich tue jetzt mal kurz meinen Templer aus der Gruppe entlassen. Wie ihr das macht, ihr geht da oben, ihr tut also mit der Maus einfach über das Porträt überfahren und dann drückt ihr entweder nicht F, sondern die rechte Maustaste und dann macht ihr Dismiss, also ihr sozusagen entfernen. Retrain heißt, ihr könnt ihn auch wieder trainieren dann sozusagen. Talk ist einfach labern. Kann ich auch schnell machen. The past revealed, also die Vergangenheit zum Vorschein bringen. I am prepared to read these key words. I will turn the page. Now what? They are simple words. Words that I have never seen together before. Oh, I can see everything. Water on a leaf. A burning hut. Light in my mother's eyes. Oh, make it stop! It's slowing now. I can... Oh. Oh, no! No! I was a young man. A promising soldier of Westmarch. The Order recruited me. They lied to me. Piled false sins upon me. Why do you think they did this? I do not know. But I am sure this is why Jondar turned from the Order. He was a fool. The Grand Maester cannot possibly know what his Inquisitors have done. When I return with the tomes, he will punish them for their sins. Please, I must think on this. Ja, und genau deswegen gönne ich dir jetzt auch mal eine Auszeit. So, und jetzt nehme ich mal die Verzauberin wieder mit. Oh, ich kann ja schon wieder was mit ihm labern. The torn page, die zerrissene Seite. While examining Jondar's journal further, I found a torn page hidden within the binding. I believe that it is from one of the tomes I seek. He has written notes in the border as well. Perhaps by studying them, I will learn where the tome is. I've seen more cheerful faces on corpses. What is the matter? It seems strange that Jondar would keep a page hidden. It is though it is the proof of a crime. I've already found holes in my Order's honor. What if there are more? Ja, was ist, wenn da wirklich noch mehr Geheimnisse dahinter stecken? Und der Schuft hat auch was zum Sagen. Der hat auch wieder ja über seinen Reichtum. What are you doing with all of these riches you find? Living a life of depravity and overindulgence, naturally. In this place, I doubt it. Fine. Perhaps I have found that my treasure is put to better use elsewhere. You're sending it away? You? We all have debts to pay, friend. Ja, er muss auch Schulden bezahlen, denn er muss seine Schulden sozusagen für seinen Verrat an seinen Bruder bezahlen. Und deswegen muss er den immer Gold schicken. Das werdet ihr dann aber noch im späteren Verlauf mitkriegen. Und jetzt nehme ich einfach mal die Verzauberin. Inventory, was hat sie denn Schönes? Ein zweihändiges Schwert hat sie ja schon. Level 15, Level 30 Skill, da ist es nämlich. Increases the Attack Speed of the Enchantress and her Allies. Also erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von den Verbündeten und von allen von ihren Verbündeten und der Verzauberin selber. Disorientates enemies for a short time, blasts a target area, causing enemies to take damage over time. Ja, das ist auch ganz gut. So. Dann nehme ich dich jetzt mal wieder mit. Komm. Let us fight this evil together. Ariana, ja, ein fettes Zweihandschwert hat sie von mir in die Hand gedrückt bekommen.
Ach, mit dem Leutnant müssen wir auch noch reden, aber warte mal. Bevor ich mit dem Leutnant rede, vielleicht gibt es einen neuen Tagebucheintrag. Schau ich schnell nach. Vielleicht, oder, ja gut, Adrian und Dings haben bestimmt nichts Neues zu sagen, oder? Nee. Hier. Nee, Tyrion. Kann ich auch gar nicht labern. Da gibt's auch nichts Neues. Da war ich ja vor kurzem erst drin. Ja, ich habe ja gerade aus Grum niedergestreckt. Also gehen wir zum Leutnant. Terrifying noises were coming from the armory. So Tyrael went to investigate. He said if you were to return, I should send you there. Ja, und es kamen seltsame Geräusche aus dem Dings. Ah, Hedrick hat was zu sagen. Hedrick, ja hallo, was hast du zu melden? Ja, das finale Ziel, the final goal. Time has flown by since I joined you in New Tristram. Look at us now. Who would have ever guessed we'd be here? And now, every passing hour brings us closer to our goal. But do we have a chance? We will live as victors or die trying. Genau, so sehe ich das auch. Entweder werden wir es überleben, als Sieger hervorgehen oder bei dem Versuch sterben. Und unser habgieriger Shen, unser covetous Shen, hat auch wieder was zu sagen. Ja, schwere Fragen. Oh dear, that's a very resolute expression you're wearing. You may as well say what you're thinking. The god, Bul'Kathos, walked among my people, defending the sacred mountain from our enemies. If you are a god, you should follow his example. Well, who says I'm not? I hunt for a jewel that would devour the world if it could. So would you. I have seen you attack a roast pig like a wounded berserker. I thought someone was going to ask me to share it. Ja, der Kommentar war gerade so lustig. Ja, ich übersetze euch jetzt das einfach mal ganz kurz im Schnelldurchgang. Also, meine Barbarin hat über ihren Gott Bul'Kathos erzählt und dann hat Covetous schon geantwortet. Warum bin ich denn nicht? Ich jage doch auch nach einem Juwel, denn er würde die ganze Welt sozusagen in sich aufnehmen oder sozusagen zerstören. Und dann meine Barbarin, ja, und so würdest du es auch machen. Ich habe gesehen, wie du ein Mastschwein gejagt hast, wie ein verletzter Berserker. Und er dann so, I thought someone was going to ask me to share it. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe gedacht, jemand würde mich fragen, um es zu teilen. Ja, deswegen sage ich, also deswegen finde ich die Kommentare einfach auf Englisch einfach so genial, weil sie einfach wirklich so geil rüberkommen. Like a wounded berserker. Ja, bin ich eigentlich voll, ne? Ich kann nur kurz die zwei Gegenstände identifizieren. Machen wir mal schnell. Ja, die scheiß Edelsteine kann ich wegschmeißen, ey. Puh. Das nenne ich mal ein Upgrade. 35 Geschicklichkeit, 28 Intelligenz, 47 Vitalität. Verliere 7% auf MF und meine Kreditchance geht auch rund um 1,5%. Schwere Entscheidung, wirklich schwere Entscheidung. Aber ich muss dann langsam anfangen, Level 20 Gear zu tragen, weil schon wird's wirklich übelst. Und ich brauche langsam HP Gear. Naja, komm. Machen wir es mal, scheiß drauf. Oh, neue Brustplatte. Schauen wir mal die Brustplatte an. Oh, nö, komm. Die hätte auch ein bisschen besser sein können, ey. Zweihandwaffen würde ich nicht tragen. Schmecken mir gar nicht. Ein Helm mit 50 Stärke und 12 Geschicklichkeit. Ja, dafür könnte ich den dann... Dafür dann... Gibt es da noch irgendwas vielleicht? Nee. Ja, komm, zieh mal den Helm auch an. Tun wir uns mal wieder komplett eindecken. Den Helm auch. Jetzt haben wir zwar wieder nur blaue Rüstung, aber egal. You may wonder how I get such fine goods here when we're under siege. Well, keep wondering. 3 bis 6 Strahlen.
Wieso ist der nicht besser? Ups. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt versehentlich. Sorry. Hey, ich bin gerade irgendwie versehentlich aus dem Spiel geflogen, weil ich gerade die Windows-Taste gedrückt habe aus Versehen. Es war eigentlich keine Absicht, ich wollte eigentlich nur die Ringe vergleichen, die der hatte, aber jetzt hat er bestimmt wieder, jetzt hat er wieder ganz andere Ringe. Klar, jetzt hat er wieder ganz andere Ringe, jetzt hat er wieder... Ganz klar, jetzt hat er... Okay, du kannst mir mal trotzdem zeigen, was du an Ausrüstung hast. Vielleicht hast du ja irgendwas Brauchbares, was mir ein gutes Upgrade gibt. Schild, eine 3% erhöhte Blockchance. Na, verliere aber Schaden und alles andere. Hast du vielleicht irgendwas Brauchbares? Auch nichts, Rüstung. Sind wieder neue Schuhe. Hm, ja, 10% mehr Gold. Brauche jetzt deswegen nicht unbedingt, aber nur die haben nur, also sind auch nur Level 16, auch Level 16. 22 Vita-Gürtel. Weniger Schaden, weniger Protection, schlecht. Nee. Okay, du hast nix. Da oben vielleicht irgendwas. Akzeptableres. A caravan made it through. Our people may have no homeland, but I will survive as long as you buy something. Schaden geht's mir jetzt gar nicht primär. Nur Zeugs mit Waffen hat auch nichts. Nee, gut. Repair. Verkaufen wir den ganzen Schrott. So, ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Hedrick, mit Hedrick haben wir gelabert. Mit dem Lieutenant haben wir auch gelabert. Wir müssen jetzt sozusagen hier in die Dings. Zurück in die Waffenkammer. Und da kommt jetzt wieder eine Sequenz. Oh, oh. Scheiße. Das war nicht gut. Da hat hier kurzzeitig die Kontrolle verloren über den Seelenstein. Jetzt kann ich mit dir reden. The Soulstone seems stable now. The demon's rage has been subdued. Yes, but for how long? Our time grows short. We must take this fight to Asmodan. He is marshaling his forces from within Ariat Crater. I will cross the battlefield and bring an end to his madness. Ja, ich habe jetzt neue Gesprächsoptionen. Adria, ja, das Kriegsende. What will you do when this is over? This war will never end for me. Even if we defeat all evil forever, I will carry the scars of this nightmare till the end of my days. And what of your daughter? Is there no hope for her? I wish Leah could have the life I never had. But in truth, I fear she'll be damned as well. Don't underestimate her. She is strong. Nevertheless, I will hold hope for both of you. Okay, und jetzt Tyrell hat auch zum Sagen. Can you feel the keep shuddering? Asmodan's siege weapons. Saving these walls will have meant nothing if they're reduced to rubble. I will go to the battlefield and destroy the ballisti myself. We will not fail you, Seraph. We will not fail you, Seraph. Wir werden dich nicht enttäuschen, Engel. Und jetzt gibt's wieder einen Tagebucheintrag von Lyr, Teil 16. I thought I was going to die when I saw the demon's rage escape from the Soulstone. Tyrael and my friend fought them, but I couldn't help. It was like I was watching them through a haze. What is the Soulstone doing to me? Asmodan must die soon. Then I will be myself again. Tja, ob dem so sein wird, das werden wir noch erfahren.
dem wirklich so sein wird oder wird mit Lia was ganz anderes passieren? Things are looking up, Martyr. There's barely anything left. Lasst euch überraschen, wir werden es sehen. Jetzt geht es Gebäsche weiter, jetzt geht's in den Areat-Krater. Jetzt geht's hinab. Jetzt geht's mal richtig. Jetzt zieht das Spiel wieder von der Schwierigkeitsgradstufe ein bisschen an. Keep has been saved. Enough fighting within walls. I will now take the fight to Asmodan's war machines upon the open fields. Ja, wir müssen jetzt sozusagen den Kampf der zu Asmodan bringen, also direkt zu Asmodan bringen. Und deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg dorthin. Nehmen wir. Ja, normalerweise sagen die zwei Typen, was die machen, aber... We shall soon defeat Asmodan, and the Lords of Hell will be a mere memory. Ja, ob der wirklich so eine Vergangenheit sein wird. Ich habe den Fortified Bunker hier. Also hier ist normalerweise das Dungeon, die Kasern, also entweder die Kasern oder dieser Fortified Bunker. Und da werde ich jetzt auch natürlich auch hier reingehen, hineingehen. Denn wir wollen ja schließlich Erfahrungspunkte mitnehmen und Loot mitnehmen und... Also wie gesagt, entweder ist dieser Bunker hier ab, Fortified Bunker, oder der Barracks. Oder die Baracken heißt er dann, oder die Kaserne übersetzt. Der Fortified Bunker ist nicht so groß wie die Baracken. Aber dafür hat der Fortified Bunker halt zwei Dungeon Levels. Deswegen stand auch dran gerade Level 1. Bis da die ersten Gegner kommen, das kann eine Zeit lang dauern. Denn es ist hier meistens auch nur ein bisschen was zum kaputt schlagen. Da könnt ihr Destructor, da könnt ihr euch mal wieder auskommen an den Tischen und Stühlen. Könnt ihr alles kaputt schlagen, wenn ihr wollt. Ich habe einen neuen Rekord aufgestellt. Ich habe 16 Objekte kaputt gemacht. Ja Mann, ich bin der Destroyer, ey. Ich bin der Destruction. Wenn ihr 50 Objekte zerstört, bekommt ihr auch ein Achievement. Also ich hab's noch nicht geschafft. Ich hab das noch nicht geschafft, 50 Objekte zu zerstören. Das ist dann, dann habt ihr ein Demolition Derby angerichtet. Und als Wissen gibt's... Tormented Stingers may resemble giant scorpions, but in truth, they are molded from the bodies of human sacrifices. The demons twist their victims into the stingers' distinctive forms by slicing open their chests and viciously mutilating their legs. Maddened by pain, these creatures can poison their prey with a single strike. Ja, wenn ich mir so die Leichen von den Viechern ansehen, die sehen echt ein bisschen komisch aus, ey. Teilweise menschlich, wirklich, ey, irgendwie. Ansonsten, ja, Viecher sind ähnlich, nur diese Skorpione nenne ich es jetzt einfach mal, die sind halt neu. Ansonsten kommen halt auch wieder Dämonen, wie ich ja gesagt habe, es sind halt so viele Tiere. Dämonen und diese kleinen Kotzviecher, die er auch schon gesehen hat, Fallen und so am Anfang vom dritten Akt. Da liegt eine tote Leiche, die hat Gold drin. Lalalala. Ihr seht ja, das Level zieht sich ein bisschen hin jetzt schon, aber es gibt hier eigentlich nicht viel zu prügeln. Ich glaube, zwei oder drei Elite-Bosse werden wir trotzdem auf den Kampf treffen. Aber mal schauen, wie viel es werden. Zwei oder drei Elite-Gruppen. Keine Ahnung, je nachdem. Manchmal zwei, manchmal drei. Mehr sind es eigentlich meistens nicht. Mach ich alles kaputt, ey.
Ach. Da will ich nicht mehr gerade kommen. Holztüre. Toter Wachmann, der Gold hat. Da oben wäre ich auch drauf.